Willkommen zum zweiten Vortrag dieses Vormittagsblocks. Wir hören jetzt eine Erweiterung von Graphhopper um Mautinformationen und Robert Klemm wird uns dazu seine Masterthesis präsentieren. Genau. Bitte, du hast 20 Minuten. Vielen Dank. Guten Morgen. Ich möchte gerne über meine Masterthesis, ich möchte sie sehr gerne vorstellen. Es geht eigentlich mehr darum, um einen Versuch, die USM-LKW-Mautdaten in Graphhopper zu implementieren, in der Direction-API. Und habe eben versucht, daraus eine App zu generieren und will das natürlich gerne mal vorstellen. Ganz kurz eine kleine Einleitung, eine Problemstellung, warum ich das überhaupt gemacht habe, was mich überhaupt bewegt hat, das zu machen. Wie ich das umgesetzt habe, zum Schluss ein paar Screenshots von dieser wunderschönen App und zum Schluss eine kleine Zusammenfassung. Ja, warum habe ich dieses Thema überhaupt gewählt? Ich hatte im Jahr 2015 in Münster auf der Vosges hatte ich damals meine Bachelorarbeit präsentiert. Damals ging es um die Auswertung von USM-Daten und der Maut-Attribute für LKWs und wollte das natürlich weiter fortführen. Natürlich gab es in den letzten Jahren in den Medien immer neue Schlagzeilen, sage ich jetzt mal, also Debatten natürlich, dass die LKW-Maut erweitert wird, natürlich auch das Thema PKW-Maut, was natürlich viele sehr interessiert. Andererseits wollte ich auch eigentlich mal eine App programmieren, das habe ich mir immer mal auf die Agenda geschrieben und jetzt hat's eigentlich mal geschafft. Also und genau. Nochmal ein kurzer Rückblick. Ja, Toll Collect sagt jedem, glaube ich, etwas. Toll Collect hat es im Jahr 2005 geschafft, eine Mauterfassung durchzuführen, also ein System aufzusetzen, das die Autobahn ab 12 Tonnen, die LKW, bemautet. 2012 wurden dann die Bundesstraßen, ausgewählte Bundesstraßen sind hinzugekommen. Und im Jahr 2015 wurde dann die Tonnage gesenkt von 12 Tonnen auf 7,5. Und aktuell ist geplant im Juli 2018, dass alle Bundesstraßen bemautet werden ab 7,5 Tonnen, wo bisher die Busse, also Fernbusse, ausgenommen sind. Zukunftsidee kann natürlich dann sein, dass die Tonnage weiter gesenkt wird auf 3,5 Tonnen, vielleicht dann noch weiter, dass wir dann alle zahlen müssen, auch dann Radfahrer, wer weiß. Vielleicht dann auch die Fernbusse, mal gucken, was die Zukunft bringt. Nochmal ein Rückblick, das ist das Maut-Tagging-Schema, was ich benutzt habe aus dem USM-Wiki. Das ist ja seit Jahren schon drin und habe das eigentlich nur genommen und fortgeführt. Und das ist eben auch wichtig in Graphhopper, dass man in dem Routing-Profil eben die USM-Tags hinterlegt, die dann für die Kostengewichtung Analyse eben wichtig sind. Ja, warum habe ich das eigentlich gemacht? Ich hatte damals letztes Jahr, wo ich die Masterarbeit geschrieben habe, festgestellt, so eine richtige Routing-API, also die freie Routing-API gibt es nicht so. Graphhopper ja, aber Thema spezifisch auf LKW-Profilen, das ist eher noch so eine Grauzone. Und das war mir wichtig, ja, ich versuch's mal. Wichtig war auch, dass die OSM-Daten eben auf Konsistenz überprüft werden in meinem Workflow. Und natürlich, was auch sehr wichtig ist, dass man eben nicht die kürzeste Strecke routet, sondern auch die mautkostengünstigste Strecke, was natürlich den Logistikfirmen wahrscheinlich sehr nahe liegt, weil die das haben möchten. Weil ja Zeit ist Geld. Und für mich war eben wichtig, dass das auf mobilen Endgeräten auch funktioniert und dass es auch offline geht. Somit haben sich da meine Ziele ein bisschen kristallisiert. Mir war wichtig, eben eine kostengünstigste, schnellste Route zu generieren, dass man über die App eben auch OSM-Daten eben runterladen kann und aktualisieren kann, genauso wie die Mauttarife und dass man eben die Mautparameter eintippen kann und die Routing-Profile auswählen kann. Was habe ich genommen? Ich habe eben versucht, so weit wie möglich Open-Source-Technologie zu benutzen. Ich habe mich also ganz auf das Graphhopper-Framework gestützt. Einmal das Repository. In dem Repository ist dieses Graphhopper-SDK drin, also das heißt diese Demo-App. Die dient komplett als Grundlage für meine Masterarbeit. Und habe natürlich dann die Mautdaten aus OSM extrahiert und aufbereitet und die Mauttarife von der Webseite genommen, weil die momentan noch nicht als Austauschformat vorrätig sind.
Ja, da mein Workflow war, also es sind vier große Grundsäulen. Als erstes habe ich die Mautarife, wie ich schon meinte, von der Webseite eben genommen und habe die in ein Skript, in einer Datei umgeschrieben und dass man die eben automatisiert auslesen kann. Zum Schluss habe ich dann das Grafhopper Repository erweitert und angepasst, wo eben verschiedene Sachen eben notwendig waren. Und zum Schluss natürlich ein Android-Projekt, das von Grafhopper habe ich weitergenommen und natürlich auch angepasst nach den bestimmten Richtlinien, die ich haben wollte. Offline-Routing, dass die LKW-Maut-Berechnung stattfindet und das Maut-Daten-Update. Natürlich zum Schluss soll das ja auch alles getestet werden. Deswegen die vierte Grundsäule, man sollte ja auch ein bisschen gucken, ob es funktioniert. Was habe ich als erstes gemacht? Man sieht jetzt rechts, das ist jetzt abstrakt, ist jetzt einfach mal die Webseite von Toll Collect, da sind die Mauttarife eben aufgelistet. Die habe ich umgeschrieben, hier unten im Bild als in einer CSV-Datei und habe dazu einen Parser geschrieben in Java und der das dann umwandelt, die CSV-Datei in ein JSON-Format, was ich dann später in Android, in der Android-Umgebung benutze zur Aktualisierung. Ja, dann in Grafhopper direkt habe ich so verschiedene Workflows, also ich habe das jetzt mal links im Bild, sieht man, versucht aufzuschlüsseln, abstrakt. Ich habe als erstes ein Routing-Profil erstellt. Wichtig war natürlich, dass die OSM-Maut-Tagging, also das Schemata eben hinterlegt sind, dass es ausgelesen werden kann. Habe versucht, die LKW-spezifischen Parameter mit einfließen zu lassen, also die Höhe, die Breite, das Gewicht natürlich, dass dann später in der Kostenmatrix das berücksichtigt wird und danach geroutet wird. Genau, dann habe ich das in Java eingestellt, habe dann in Grafhopper tief in Grafhopper eine eigene Java-Methode geschrieben. Zum Schluss dann ein paar Skripte angepasst und ja, was dann natürlich rauskommt, ist dann Construction-Hierarchie, das ist quasi das Endprodukt, was ich dann später in der mobilen Version dann brauche. In der Mitte des Bildes mal abstrakt dargestellt, also in meinem Workflow, der Entwickler quasi importiert die OSM-Daten als binäres File, das WWF-Format, mit den Grafhopper Core, in den Grafhopper Core führt es aus. Und es ist jetzt ganz abstrakt, Grafhopper geht dann jede Kante durch, ob das Tagging-Schema vorhanden ist, also die Kriterien und Regeln, wertet die aus in Kostenpunkte und die in den Truck-Flag-Encoder hinterlegt sind und setzt dann auf die Kante gewisse Kostenmatrizen. Und die berechnete Werte werden dann vorgehalten in den Core und später werden die dann auf den Kanten gespeichert. Genau, das ist jetzt mal ganz grob. Zum Schluss habe ich dann das Android-Projekt natürlich dann mir angenommen und habe es mal erweitert und angepasst. Wichtig war hier, dass ich die verschiedenen Java-Bibliotheken von Grafhopper und meine natürlich mit implementiere. Wichtig dabei ist dieses Maut-JSON-File, was Sie hier rechts im Bild sehen, die Struktur, dass es eben ausgewertet wird und jedes Mal, wenn man jetzt die App eben ausführt, wird dieses JSON-File eben genutzt und daraus die Maut berechnet. Wichtig waren dann natürlich die Anwendungsfälle, die ich ja vorher schon erwähnt hatte. Hier habe ich sie nochmal klar hingeschrieben. Verkehrsdaten auswählen, die Mautdatentarife aktualisieren, die Mautparameter natürlich eingeben für den LKW-Fahrer und zum Schluss natürlich die Routenberechnung. Wie sieht das ungefähr aus? Ich habe jetzt hier nur einen ganz kleinen Ausschnitt genommen, weil das ist ein Riesenprojekt und ich wollte natürlich nicht alles zeigen, weil das würde den Rahmen sprengen. Ich habe mich jetzt spezifisch mal auf die abstrakte Darstellung von Grafhopper mal gestützt. Es ist jetzt hier sehr abstrakt. Grafhopper in dem Fall ganz grob erklärt, der User tippt dann Start-Ziel ein. Diese Start-Ziel-Koordinaten werden in den Grafhopper übergeben, in der API, die dann quasi auf dem lokalen mobilen Gerät läuft. Die werden dann ausgewertet und dann weiter übergeben. Und später wird die Route genau geguckt, welche ist nun mal die optimierte und schnellste Route und auf den Grundlagen wird dann die Maut berechnet. Zum Schluss werden dann die Ergebnisse dann mobil dann gerendert. Wie sieht das ungefähr aus? Ja, ich habe jetzt hier mal ein paar Screenshots gezeigt, weil
das geht ein bisschen schneller, als das über dem Handy dir zu zeigen. Im Vorfeld musste ich natürlich meine Graphen generieren. Die sind jetzt alle mal verpackt unter den drei Bundesländern Brandenburg, MacPom und Berlin. Und wichtig natürlich, dass man ein Map-File von, das ist typisch für MapForge, dass man das auch mit hinterlegt. Das habe ich natürlich in GraphVBScript mit eingearbeitet im Vorfeld, dass es automatisch runtergeladen wird und in den Ordner gespeichert werden. In diesem Fall ist es so, dass dieses Handy jetzt offline ist. Das sieht man daran, dass oben bei Server das Feld ausgegraut ist. Das heißt, das Handy hat keine Internetverbindung. Und somit kann man nur die lokalen hinterlegten Graphen eben auswählen, was man hier auch rechts im Bild sieht. Und die werden dann, der Graph wird dann ausgewählt und in der Mitte sieht man dann, dass man die Mautkategorie und die Achszahl auswählen kann. Das sieht man jetzt beispielhaft dann in der nächsten Folie. In dieser Folie ist jetzt beispielhaft erklärt, wenn das Handy doch Internet hat, vorzugsweise natürlich WLAN, dann kann man auf den FTP-Server, den ich da eigens angelegt habe, dann die dieses Graphen-File runterladen. In diesem Fall ist das gezippt, um ein bisschen die Bandbreite ein bisschen zu reduzieren. Und das wird automatisch runtergeladen, entzippt und in diesem Fall in den Download-Ordner lokal auf der SD-Karte im mobilen Client gespeichert. Nochmal zurück. Zu dieser Mautkategorie, also der User kann eben dann reinklicken und dann werden dann eben die verschiedenen Mautkategorien angezeigt, in diesem Fall A bis F. Ich habe mich da orientiert an ToyCollect, auf diese Webseite und Achszahl, klar, von 2 bis 5 Achsen. Ja, wenn der User das alles ausgewählt hat, dann kann er rechts, was man im Bild auch sieht, das ist markiert, auf Start klicken und dann wird ein neue View gerendert. In diesem Fall ist das jetzt Brandenburg. Der User kann dann die Start- und Zielpunkte eingeben und der Client fängt dann automatisch an zu rechnen und sucht natürlich im Hintergrund auch, ob da die Punkte auch gemappt werden können. Wenn die Route gefunden wurde, wird dann die View in zwei verschiedenen Farben angezeigt. In diesem Fall rot und grün. Rot heißt Maut, grün ist keine Maut. Genau, und zum Schluss, natürlich wie überall, wird dann die Gesamtroute angezeigt und dazu die Maut. Ja, dann dachte ich, wow, das klappt. Ich habe was geschafft und dann dachte ich mir, ich sollte mal das Big-Ergebnis weiter betrachten. Habe drei verschiedene Beispielrouten mal generiert, im Fall von Brandenburg, und habe die mal verglichen miteinander und habe natürlich mal durchgerechnet, was sagt ToyCollect, die Behörde, weil ja die Mautabschnitte sind ja fest verankert und die sind fest definiert. Und habe die Routen mal verglichen, beziehungsweise die Tariflängen, und habe festgestellt, ich habe einfach was entscheidenden Punkt, habe ich ein bisschen was vergessen, und zwar an die Projektion. GraphHopper benutzt in diesem Fall WGS84 und die Bus in diesem Fall, die quasi die Tariflängen vorbestimmt, rechnet aber in UTM. Und habe festgestellt, gibt es gewisse Abweichungen. In diesem Fall sieht man das unten links im Bild. Grün ist die BAST, das ist quasi immer mein Ausgangswert. Rot ist in diesem Fall WGS84 und blau ist quasi die UTM-Koordinatensystem. Und habe festgestellt, da gibt es doch gewisse Abweichungen. Klar, die Verzerrung spielt eine große Rolle. Andererseits ist mir dann aufgefallen, klar, ich habe dann in UTM das umprojiziert und habe festgestellt, in diesen drei Beispielrouten sind die Routen sogar kürzer als angegeben. Und das hat natürlich zur Folge, es hat viele Ursachen. Erstens ist die Mautdetektion in OSM noch nicht so ganz klar definiert. Andererseits ist das auch ein bisschen schwierig, genau abzubilden. Was ich natürlich damals in 2015 in Münster auf der Foskis ja auch schon erzählt habe. Deswegen hatte ich ja dieses Qualitätsmanagement-Tool versucht zu generieren. Ja, was heißt das? Ich bin ja schnell. Das heißt, ich habe eine App entwickelt, die versucht, eben auf Grundlage von GraphHopper im mautspezifisches Routing zu routen. Es ist kostenfrei
Man kann verschiedene Profile hinterlegen, also das heißt, jeder LKW kann seine eigenen Merkmale hinterlegen, wie Höhe, Breite oder Länge. Und was natürlich auch interessant ist, man könnte dieses System, was ich da entwickelt habe, auch auf andere Mautsysteme übertragen. Also jetzt zum Beispiel in Tschechien, hier in Österreich oder in anderen EU-Ländern. Und natürlich habe ich mir dann als Änderungsvorschlag auch mal auf die Fahne geschrieben, die Routing-Profile eben weiter anzupassen, mehr Routing-Profile eben zu erzeugen und die kostengünstigste Mautroute zu berechnen. In diesem Fall hat die Zeit leider in meiner Masterarbeit nicht gereicht, um quasi dieses Thema weiter voranzutreiben. Deswegen wurde bisher nur die schnellste Route berechnet, weil die mautkostengünstigste Route hätte noch mehr Anpassungen im Grafhopper-Core zur Folge gehabt. Und zum Schluss natürlich, dass man die App weiterentwickelt. Das war jetzt nur eine Demo-App. Und ja, das sind so meine Änderungsvorschläge. Und ja, bin hier mal schnell durchgeritten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Robert. Gibt es Fragen zu dem Vortrag? Wenn du bei der Distanzberechnung eine Abweichung von 20-30% hast, dann rechnest du nicht in geografischen Koordinaten, sondern wahrscheinlich in Mercator. Ja, Mercator. Achso, ja, Mercator. Ja, danke erstmal. Ich finde das eine super Arbeit. Mich würde interessieren, du hast jetzt sehr oft die User angesprochen und auch mal in so einem Nebensatz, ja, die Logistikfirmen würden dann wahrscheinlich die kostengünstigste Route bevorzugen. Also mich würde interessieren, ob du einen nutzerorientierten Ansatz gewählt hast oder die Nutzer, potenziellen Nutzer komplett rausgelassen hast bei deiner Entwicklung und ob das dann nicht der nächste Schritt wäre, weil du sagst, dass so eine kostengünstigste Route vielleicht interessant wäre, an dem Punkt die potenziellen Nutzer mit einzubeziehen. Ja, das stimmt. In diesem Fall habe ich einfach nur getestet, ob überhaupt machbar ist. Natürlich im nächsten Ansatz, wie Sie schon meinten, würde ich dann die kostengünstigste Variante wählen und mal gucken, ob man dann eben für die Logistikfirmen auch bestimmte Profile anlegen kann. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich wollte einfach nur wissen, funktioniert überhaupt das, was ich jetzt überlegt habe. Es ist machbar mit viel Aufwand, aber ja, und bin doch ganz angetan von der Sache, dass es doch funktioniert hat. Ja, auch danke, sehr interessant. Wie einfach oder schwierig ist das denn, auf die mautgünstigste Route zu optimieren? Das ist ja in unterschiedlichen Mautsystemen unterschiedlich einfach. Ist das denn leicht auf Kanten umlegbar, das Toll-Collect-Mautsystem? Ich kenne das überhaupt nicht. Oder ist das sowas wildes, zonenorientiertes, wo man globale Dinge angucken muss? In diesem Fall ist es ein bisschen schwierig, weil jedes EU-Land ihre eigene Mautsystem hat. Ne? Jeder kocht sein eigenes Süppchen. Und in diesem Fall hier in Deutschland ist es so, dass wir hier eine satellitengestützte Maut haben und da werden die Tariflängen vorbestimmt. Und auf die Kanten drauf. Genau, auf die Kanten. Und das Problem ist aber, dass man jetzt nicht einfach sagen kann, man nimmt jetzt einfach die nächste Auf- und Abfahrtkante. Das geht nicht. Toll-Collect, also in diesem Fall die BAST, also das Bundesamt für Straßenwesen, hat das generalisiert. Die haben ihre Schnittpunkte, also ihre Auf- und Abfahrtsknotenpunkte haben die auf Brückenbauwerke gelegt und somit ist es schwierig, das eben abzubilden, weil wenn man jetzt die Auf- und Abfahrtskanten nimmt nur und sagt einfach, wenn man rauffährt, ab da fängt die Maut und dann die nächste, das kann ich Ihnen mal kurz zeigen, die habe ich nämlich ausgeblendet, die Folie. Oh. Zeigt er jetzt die an? In diesem Fall ist es so, also hier im Bild, weil ich dachte, ich schaffe das mit der Zeit nicht, deswegen habe ich den Akku weggelassen. In diesem Fall sehen Sie hier, das ist der Mautknotenpunkt von Rabatt und OSM sagt eben, ab diesem Kreuzungspunkt ist mautpflichtig. So, und da kann es zu Generalisierungsproblemen kommen und das ist jetzt hier in dem Fall, ist das jetzt B96 bei Schönefeld. Und ein anderes Beispiel, was ich eben meinte mit den Auf- und Abfahrten, ist
dieser Punkt, da sieht man das sehr gut. Ihr habt oben rechts, das ist jetzt in Großbären, die Auffahrt. Und das Routing-System hat eben gesagt, okay, ab der Strecke, wo Maut ist, ich fahre quasi rauf und fahre wieder ab. Und aber Toll Collect sagt, also in diesem Fall Bast, die Maut wird berechnet von dieser Brücke bis zur nächsten Brücke oben rechts. Und deswegen habe ich auch in Tubis das nachgemessen, weil ich das nicht einsehen konnte. So richtig, warum gibt es da diese Differenz von 0,3, sagt Grafhopper, und was sagt ein Kilometer? Und habe dann nachgemessen, oh, das stimmt wirklich, wenn man wirklich von Knoten zu Knotenpunkt rechnet. Und deswegen ist es schwierig, eben das abzubilden. Ich hatte auch überlegt, man könnte ja eine Relation einführen in OSM, aber das will keiner so richtig. Deswegen habe ich das gleich wieder verworfen, weil Relation, das ist immer so ein Thema für sich. Ja. Und deswegen ist es schwierig. Und deswegen will ich diese Mauterfassung, was ich in Münster erklärt habe, noch weiter fortführen und damit genau diese Strecken erfasst werden. Deswegen ist es generell ein bisschen schwierig in anderen EU-Ländern, aber es ist machbar. Und meine Frage ist, ich glaube, ich habe dich so verstanden, du hast Mautvermeidung jetzt noch nicht direkt implementiert, aber siehst es als sinnvolles Feature. Meine Frage ist, kann das überhaupt funktionieren? Also besonders dann, wenn man als Kostenfunktion nicht nur die Mautkosten nimmt, sondern die Gesamtkosten aus Fahrzeugkosten, Treibstoff, Zeit, Unfallgefahr, also eine realistische Kostenfunktion aus Sicht des Nutzers. Mhm. Und dann ist es ja so, dass sobald Mautvermeidung funktioniert, weil es plötzlich irgendwo eine lukrative Bypassstrecke gibt, dann wird die ja dicht gemacht mit dem Durchfahrtsverbot. Das heißt, ich glaube, das System ist ja selbstregulierend, sodass Mautvermeidung eigentlich nicht funktionieren kann. Oder was meinst du dazu? Ja, in diesem Fall dieses Tool, ich sehe das eher mehr, dass es nicht aktiv, also wirklich so Live-Navigation technisch funktioniert, sondern eher mehr als Planungsgrundlage. Und da könnte man natürlich so eine, ich sag jetzt mal Mautvermeidung, vielleicht mit implementieren. Aber es ist schwierig, wenn man das im Live-System eben routet, dass dann in verschiedene Faktoren irgendwie auch Staus und so und eben wie Sie schon meinten, Spritkosten und dann die Höhen und so, das kann man natürlich machen. Aber ich denke mal, ich bin optimistisch, das könnte man mit implementieren, so eine Mautvermeidung. Wäre natürlich dann auch ein schönes Feature natürlich gegenüber von anderen Routing-Systemen. Ja, kurze Frage meinerseits, wie geht es jetzt mit dem Projekt weiter? Hast du vor, das in Doktorarbeit weiterzuführen? Hast du vor, das als Open Source zu veröffentlichen? Also momentan ist es so, ich hatte überlegt, mich selbstständig zu machen, also mit diesem Thema, habe dann festgestellt, in der Marktanalyse, das ist ein bisschen schwierig. Es gibt viele große Firmen hier, besonders in Deutschland, die sich darauf spezialisieren, eben verschiedene Portfolios anzubieten. Und momentan ist es dann eher mehr so ein Abseits jetzt gelandet und mache das jetzt hobbymäßig weiter. Vielleicht hat jemand Interesse, mit einzusteigen. Doktorarbeit weiß ich noch nicht. Aktuell bin ich auf Jobsuche. Vielleicht ergibt sich ja was. Genau. Gibt es schon weitere Fragen? Wenn nicht, dann noch einmal einen Applaus für Robert.